Das ist also das, wenn wir uns mal Gedanken darüber machen, wie wir reagieren, dass du wirklich deine Reaktion beobachtest, ist ein ganz, ganz großes Problem, das Festhalten wollen an irgendetwas, wo man sagt, es funktioniert. Und Genau. ich kann nicht oft genug sagen, Leben ist ständige Gestaltveränderung. Das heißt, ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel, bei dir geht irgendwas kaputt, Fernseher oder Kühlschrank, dann lässt man das reparieren, dann geht es wieder kaputt, dann lässt man das reparieren und die wird irgendwann nochmal klar sein. Du wiederholst eigentlich immer wieder und ich sage, lerne, wenn was gehen will, dann lass es los. Ja. Egal wer es ist. Und du kannst gewisse Gedanken nicht loslassen. Und jetzt kann man sich die Fragen stellen, wieso kann man die Gedanken nicht loslassen mit einem normalen Programm? Oder wieso ist das? Schlichtweg, weil du das noch nicht durchschaut hast, was du in dem Moment zu lernen hast. Genau diese Gedanken sind mir aber, bevor es, also wo es kaputt gegangen ist, genau diese Gedanken sind durch meinen Kopf gegangen. Es war fast original. Ja, Es boah, ist ey. immer wieder dieses große, die große Problematik, dass man hier einen statischen Wissenskomplex hat, der sich erweitern will. Und der erweitert sich nicht durch das ständige Wiederholen derselben Sachen. Das gilt jetzt zum Beispiel mit dem Körper. Und du musst immer ein Zeitfenster aufspannen. Und das Zeitfenster, das du aufspannst, das ist jetzt. Das ist sehr, sehr hartnäckig. Und ich sage immer wieder, wo ist dein Problem? Das Problem, nicht loslassen zu können. Die Maschine geht kaputt, die muss gehen, der Computer muss funktionieren. Wenn sich was auflöst, das wirst du irgendwann einmal lernen, du kannst nichts festhalten. Fakt ist, wenn sich was auflösen will, lass es sich auflösen, weil dann will was Neues kommen. Und jedes Festhalten an irgendeinem Zustand ist das Verhindern des Neuen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig.